Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in der Tat in extrem bewegten Zeiten. Und ich möchte das vielleicht, auch wenn es nicht direkt mit dem Landeshaushalt zu tun hat, beim heutigen Tage einmal zu Beginn kurz sagen, Frau Präsidentin, ich halte es für richtig und außerordentlich dringlich, dass der Ukraine jetzt Kampfpanzer geliefert werden. Am heutigen Tage wird das ja verkündet. Die Sorgen vieler Menschen, die damit verbunden sind, die kann ich nachvollziehen. Aber wer sich verteidigt und wer verteidigen hilft, der eskaliert nicht. Ich hoffe sehr, dass der Ukraine damit schnell geholfen wird. Das betrifft uns alles in unserem eigenen Interesse, meine Damen und Herren. Zum Landeshaushalt. Sie wissen, ich bin ein ausgesprochen konstruktiver Typ, was die kritische Würdigung dieser Landesregierung anbetrifft. Deshalb möchte ich zunächst Folgendes deutlich machen. Positiv finden wir an diesem ersten schwarz-grünen Haushaltsentwurf, dass nicht wenige Projekte der sehr erfolgreichen Jamaika-Koalition fortgesetzt werden sollen. Es soll zum Beispiel weitere Lehrkräfte geben und auch der Rechtsstaat soll durch mehr Personal für Polizei und Justiz weiter gestärkt werden. Zudem soll die Investitionsquote zumindest über 10% gehalten werden. Das finden wir erstmal grundsätzlich richtig. Da Sie ja, wie wir heute wieder gesehen haben, außerordentlich erfolgreich im Selbstlob sind, ist das allerdings auch schon das Beste, was ich über diesen Haushaltsentwurf sagen kann. Denn was sich verändern soll unter Schwarz-Grün, missfällt uns überwiegend. Der erste schwarz-grüne Haushalt droht, ein Haushalt der verpassten Chancen zu werden und leider auch ein Rückfall in alte Zeiten. Es soll nämlich in nicht unerheblichen Umfang sollen neue Schulden gemacht werden, rund 1 Milliarde Euro. Das halten wir in dieser Form nicht für notwendig und auch für ein Risiko, was die zukünftige Tragfähigkeit der Landesfinanzen angeht. Die Präsidentin des Landesrechnungshofes hat es ebenfalls sehr deutlich gemacht. Man merkt hier den gestiegenen Einfluss der Grünen, deren Finanzpolitik sich in den letzten Jahren ja spürbar verändert hat und die eine weitere Verschuldung für durchaus sinnvoll erachten. Und meine Damen und Herren, an die Kollegen Heinold Koch und Petersdotter gerichtet, muss ich sagen, glauben Sie mir, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wenn man ständig die große Einigkeit betonen muss, ist sie nicht vorhanden. Und ich sag mal, da haben wir ja rhetorisch große ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich möchte jetzt nicht mal mein Privatleben sprechen, aber die Ampel in Berlin ist ja auch eine tägliche Freude. Und der Kollege Koch hat hier große Pirouetten gedreht und hat interessanterweise herausgestellt, wo ich gar nicht wusste, dass das Thema sei, aber er hat herausgestellt, dass SPD und FDP ja nicht groß einig waren in den letzten Monaten und nicht groß einig sind. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das Thema ist. Der Kollege Oppositionsführer hat aber dankenswerterweise schon die FDP-Programmatik schon versucht, auch wiederzugeben. Dafür bin ich dankbar. Aber tatsächlich, Herr Koch, haben Sie da an dem Punkt recht. SPD und FDP sind in vielen Punkten nicht einig. Der Oppositionsführer hat zum Beispiel auch, was Sie anbetrifft, von Gartenzwergen und Eichhörnchen gesprochen. Das ist mir viel zu positiv besetzt, um Ihnen das zuzuschreiben. Deswegen, also ich würde es gar nicht machen. Meine Damen und Herren, den letzten Notkredit über 1 Milliarde Euro haben wir bekannterweise als nicht notwendig angesehen. Denn eine aktuelle finanzielle Notlage des Landes ist weiterhin äußerst zweifelhaft. So sollen von der zusätzlichen Milliarde Kreditrahmen, die Sie sich Ende letzten Jahres noch zugesichert haben, auch lediglich 125 Millionen Euro für das Jahr 2023 eingesetzt werden. Die Finanzministerin erklärte auch bei der Vorstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfs, es sei richtig, dass auch das Land in diesen schwierigen Zeiten die Möglichkeit kreditfinanzierter Ausgaben nutze. Dabei sei das Regelwerk der Schuldenbremse klar. Ziehe die Konjunktur wieder an, würden die konjunkturell bedingten Schulden getilgt. Frau Heinold, nun ist aber mittlerweile klar, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um fast 2% gewachsen ist. Und die Prognose für 2023, die gebe ich Ihnen auch gerne noch mit, 1,8% Wirtschaftswachstum. Also, ich bin ja auch schon ein paar Tage dabei, eine Konjunkturdelle sieht nun wahrlich anders aus als 2% Wirtschaftswachstum, die doch im längeren Vergleich schon relativ gut sind. Und Frau Heinold, ich bin sehr gespannt auf Ihren Haushaltsabschluss, der, glaube ich, in der Tat zeigen wird, dass Ihre Planung wie immer so war, dass am Ende dann doch viel mehr Luft da drin ist. Natürlich leben wir angesichts des Krieges in unsicheren Zeiten. Aber nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung ist derzeit besser als befürchtet worden, sondern auch die sonstige Entwicklung der Steuernahmen ist ja wirklich bemerkenswert. Der Staat sollte natürlich nicht von der Inflation profitieren, unter der die Menschen derzeit massiv leiden. Deshalb ist es richtig, dass der Bund umfangreiche Entlastungspakete auf den Weg gebracht hat, die auch die Länder natürlich zum Teil mitfinanzieren müssen.
Und meine Damen und Herren, eines muss man anerkennen, dieser Haushaltsentwurf passt eigentlich ganz gut zur bisherigen Performance der Landesregierung. Es gibt wenig neue Impulse und wenn es sie denn mal gibt, dann gehen sie meistens in die falsche Richtung. Da sind in der Tat, Herr Koch, das habe ich extra nur für Sie eingebaut, da sind zu viele Spielwiesenprojekte für die jeweilige Parteiseele dabei und es wird sich unzureichend um die großen Probleme des Landes gekümmert. Nennenswerte eigene Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen bringt Schwarz-Grün leider nicht auf den Weg. Es werden zwar Schulden gemacht, aber dieses Geld wird dann auch eben für neue Ausgaben verwendet, die sehr fragwürdig sind, Herr Koch, und die übrigens nicht nur mit der Ukraine-Krise zu tun haben, wie zum Beispiel die wenig zielführende Mitnahmeprogramme für Besserverdiener, die Fortschritte beim Klimaschutz simulieren sollen. Herr Koch, Sie haben das bemerkenswert deutlich gesagt, dass der Klimaschutz kein Grund ist, um Notkredite zu beschließen. Dann frage ich Sie, warum haben Sie denn Notkredite teilweise für diese Programme verwendet? Das widerspricht sich doch komplett, Herr Koch. Und insofern, ja, natürlich widerspricht sich das. Ja, genau. Ich lache mich tot. Meine Damen und Herren, zudem sollen über 1.400 neue Stellen im Landesdienst geschaffen werden. Ich hatte es eben schon gesagt, zusätzliches Personal für die Schulen ist notwendig, für die Polizei und für die Justiz auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wird auch im Bereich der Verwaltung des Landes werden sehr viele neue Stellen geschaffen, die wir absolut fragwürdig finden. Zum Beispiel in der Finanzverwaltung, um das Grundsteuerdesaster von Frau Heinold wieder in den Griff zu bekommen. Oder für ein neues Agrarministerium, das völlig unnötig und eine wirklich aberwitzige Verschwendung von Steuergeld ist, das anderswo dringend gebraucht wird. Also von Haushaltsdisziplin, von der hier gesprochen wurde, ist wirklich wenig zu spüren. Die neue Landesregierung vermeidet es weitgehend, die notwendigen Schwerpunkte zu setzen und macht lieber neue Schulden, anstatt sich über Prioritäten streiten zu müssen. Die Zukunftsfähigkeit des Landes wird leider nicht in ausreichendem Maße gestärkt. Die Investitionssumme bleibt immerhin gleich, aber die Investitionsquote sinkt, während sie mit Blick auf die Bedarf und auch die Verpflichtung des Landes eigentlich steigen sollte. Da sind in allererster Linie die Krankenhäuser zu nennen, aber auch die Hochschulbauten, der Verkehrsbereich sowie die Digitalisierung. Zudem sind ja die Baukosten in erheblichem Maße gestiegen. Eine Lösung für die extrem wichtigen Krankenhausinvestitionen ist dringend erforderlich. Das betrifft mehrere sehr wichtige Standorte sehr konkret und sehr zeitnah. Wir schlagen deshalb vor, 175 Millionen, der rund 200 Millionen Euro Gewinn aus der HSH-Beteiligung hierfür als nächsten Schritt zu verwenden. Mit dem Anteil der Kommunen wären dies kurzfristig 53 Millionen, die mobilisiert werden könnten, für Lübeck, für Pinneberg. Also insofern wäre das ein wichtiger Schritt. Die Koalition lehnt dies jedoch ab. Und Herr Koch verweist darauf, dass man vielleicht irgendwann Northvolt damit einen Bahnanschluss bauen will. Das ist ja eine interessante Sache. Aber meine Damen und Herren, die Krankenhäuser brauchen mit Blick auf die notwendige Planungssicherheit jetzt eine überzeugende Lösung. Und siehe da, ja, ich meine, um 9.52 Uhr verschickt die Landesregierung dann eine Pressemitteilung vor den Haushaltsberatungen, top seriös, ja, ein interessanter Umgang mit dem Parlament, sei es drum. Aber dann schreiben Sie, Sie wollen, wie ich das richtig sehe, bis zum Jahr 2033 insgesamt, also Land und Kommunen, 220 Millionen Euro mobilisieren. Jetzt schon ist doch der Bedarf bei rund 1 Milliarde Euro. Sie wollen in 10 Jahren 220 Millionen Euro aufbringen. Meine Damen und Herren, das reicht bei Weitem nicht aus. Und das Thema, das sage ich Ihnen voraus, wird Ihnen schon sehr kurzfristig sehr heftig auf die Füße knallen. Und uns macht das Sorgen, meine Damen und Herren. Und Frau Heinold, Sie formulieren ja immer gern finanzielle Forderungen an den Bund. Sie sind ja heute Nachmittag auch wieder in dieser Sache unterwegs und rechtfertigen Ihre Politik auch allzu gern süffisant mit Verweisen auf den Bund. Dabei hat der Bund ja derzeit natürlich ganz andere finanzielle Herausforderungen als das Land, zum Beispiel die Ausstattung der Bundeswehr, aber auch die Unterstützung der Ukraine in erheblichem Umfang, aber vor allem umfangreiche Entlastung für die privaten Haushalte und auch die Wirtschaft. Bei Ihrer Haushaltsführung sind Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit in der Tat immer weniger zu erkennen. Das wirkt mit diesen ganzen Sondergeschichten mittlerweile eher wie Tricksen, Tarnen und Täuschen. Und anstatt vom Ministerpräsidenten versprochenen Bürokratieabbau bekommen die Bürger ihre verkorkste Grundsteuerreform, mit denen die Menschen zunehmend genervt werden. Und weil ein großer Teil der Erklärungen noch immer nicht abgegeben worden sind, drohen sie den Menschen auch schon mal mit Bußgeldern. Dabei sind selbst ihre eigenen Landesbehörden zum Teil damit überfordert, die Erklärungen abzugeben. Meine Damen und Herren, das ist ja mehr als ein Ärgernis. Ich meine, wie soll dort das Vertrauen in den Staat gestärkt werden,
wenn dort die Bürger verdonnert werden, dem Staat Daten zu organisieren, die er schon selber hat, wenn der Staat es selber nicht hinbekommt. Diese Grundsteuerreform, wir haben uns da in der letzten Wahlperiode schon darüber ausgetauscht, die hätte man viel, viel einfacher machen müssen, die Bürger nicht nerven sollen. Und dieses Staatsversagen an der Stelle ist mehr als peinlich. Also man sollte für die Zukunft daraus lernen und auch etwas mehr Demut an der Stelle an den Tag legen. Und zu Ihren vermeintlichen Entlastungen. Sie machen eine temporäre Ausweitung der Kita-Sozialstaffel, die bei den Menschen erkennbar nicht ankommt, anstatt eine Gebührensenkung für alle jungen Familien, die jetzt besonders belastet sind. Sie haben einen Mittelstandsfonds ohne echtes Geld aufgelegt. Ich habe gerade gehört, Herr Koch, schon 3 Anträge wurden gestellt. Daran sieht man, dieses Programm ist ein Rohrkrepierer, das haben wir Ihnen vorhergesagt. Es ist absolut ein absurdes Programm, das überhaupt niemandem hilft. Ich hoffe ja wenigstens, dass die 3 Antragsteller keine landeseigenen Unternehmen oder Krankenhäuser sind. Aber im Ernst, dieses Programm ist wirklich eine Farce und ein Versagen dieser Landesregierung in dieser Krise, meine Damen und Herren. Und auch Ihre Härtefallfonds funktionieren erkennbar nicht. Passend zur aufgeblähten Regierung soll nicht nur die Verwaltung weiter aufgebläht werden, sondern auch die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung sollen erhöht werden. Der Ministerpräsident macht mittlerweile vor allem Wohlfühltermine als Landesvater und scheint mit dem Kerngeschäft seiner Regierung auch nicht allzu viel zu tun haben zu wollen. Ich kann das irgendwo verstehen. Seine Leute erklären derweil anonym in der Zeitung, dass er jetzt vor allem in Berlin gebraucht werde, um den Anti-Merz zu geben. Auch dafür habe ich ein gewisses Verständnis, das macht ja auch mehr Spaß, als mit den Grünen zum 100. Mal über die Jahr 20 zu streiten. Aber Herr Günther, wenn Sie sich in Berlin schon so einsetzen, tun Sie mir wenigstens einen Gefallen. Ja? Sie reden genauso wie ich gerne von der dringenden Notwendigkeit der Planungsbeschleunigung. Dann sprechen Sie doch mit Ihrem Freund und Vorbild Robert Habeck, der das gerade in Berlin weiter blockiert. Dann haben nicht nur die CDU und Sie vielleicht was davon, sondern auch die Menschen in diesem Land. Ich möchte ein paar Worte zu den Einzelplänen sagen. Zunächst zum Umwelt- und Energieministerium. Ich habe schon über die Mitnahmeprogramme für Besserverdiener gesprochen. Während Sie Wärmepumpen fördern wollen, erklärt der ehemalige Umweltminister des Landes Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, dass man ja Ladesäulen und Wärmepumpen auch irgendwann abschalten muss, weil die Netze das gar nicht mitmachen. Ich glaube, das wird sehr die Menschen motivieren, sich eine Wärmepumpe anzuschaffen. Sie haben den Nationalpark Ostsee schon im Haushalt. Da soll Geld für Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben werden. Ich dachte, dass das Ding noch gar nicht beschlossen ist, dass es völlig offen ist, ob der kommt. Aber dort haben Sie schon mal Geld eingestellt. Und dann wollen Sie 12 Ranger einstellen, ja, mit Entgeltgruppe 6. Ich bin gespannt, was das für Wald- und Wiesen-Sheriffs werden sollen, die dort die Leute nerven. Aber die Kollegin von Kalben hat eine Frage. An Ihren Fraktionsvorsitzenden. Okay, dann mache ich weiter. Aber Herr Goldschmidt, ich fand das wunderbar, dass Sie das LNG-Terminal abfeiern. Gut, es wurde noch nicht an die Pipeline angeschlossen und liegt mittlerweile irgendwo bei Helgoland. Aber ich fand das gut, dass Sie das abfeiern, was Sie jahrelang bei uns bekämpft haben. Beim Windkraftausbau, der Kollege Koch hat darauf hingewiesen, gibt es mehr Genehmigungen. Wir brauchen bei den erneuerbaren Energien in der Tat mehr Tempo, aber wir brauchen auch Akzeptanz. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung für diese Landesregierung sein. Wenn man deutlich mehr Windflächen auch haben will, dann muss man auch gucken, dass man die Akzeptanz nicht mehr gefährdet, die ja auch schon andere Landesregierungen in der Vergangenheit in Schlingern gebracht hat. Auch bei den PV-Anlagen werden wir Diskussionen über die Freiflächen haben. Die haben wir jetzt schon in erheblichem Maße. Das wird in den nächsten Jahren mehr werden. Sie wollen einen Zwang bei Wohnhäusern einführen, während das Land immer noch kein Vorbild ist. Und beim Thema Kernenergie und CCS geht Herr Günther mittlerweile andere Wege als sein Energieminister. Ich kann ihn gut verstehen. Meine Damen und Herren, bei der Digitalisierung, da hat man schon den Eindruck, dass im Digitalisierungsministerium jetzt mehr Drive drin ist. Herr Schröter, man könnte natürlich etwas böse sagen, weniger wäre vielleicht auch schwierig. Aber für die Digitalisierung ist neben Herrn Schröter im Wesentlichen auch der Ministerpräsident federführend verantwortlich, sodass wir hier jetzt wirklich große Fortschritte erwarten, gerade auch im Bereich der Schulen. Und eine planwirtschaftliche Lex Dataport zulasten der Digitalwirtschaft im Land ist der falsche Weg. Dagegen werden wir uns weiter wehren. Im Bildungsministerium gibt es in der Tat, glaube ich, die meisten Großbaustellen. Ich glaube, das kann man so feststellen. Ich glaube, die große Herausforderung, Frau Prien, wird vor allem sein, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Sie wollen jetzt weitere 700 Stellen für Lehrkräfte schaffen. Das wird eine große Aufgabe werden. Ich habe heute Morgen einen kleinen Schreck bekommen, als ich im Redaktionsnetzwerk Deutschland gelesen habe, in Schleswig-Holstein würden jetzt schon 2000 Lehrkräfte fehlen. Sie haben es korrigiert, es sind 200, aber auch diese Zahl zeigt, dass das natürlich eine gewaltige Herausforderung wird, überhaupt diese Fachkräfte zu schaffen,
zu finden. Aber ich glaube, das muss geschafft werden, damit man die Bildung an den verschiedenen Stellen deutlich voranbringt. Wir haben viele Aufgaben, Inklusion, Integration, Qualität der Abschlüsse, Grundschüler, IQB-Studie wurde schon genannt, die berufliche Bildung oder auch der MINT-Bereich, die weitere Digitalisierung. Aber auch Sie fordern, Frau Prien, immer gern ständig zusätzliches Geld vom Bund. Zuletzt beim Startchancenprogramm für Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf, wo der Bund den Ländern ja freiwillig jetzt auch mit 1 Milliarde helfen will. Aber ein Problem ist in Ihrem Hause, dass die Bundesmittel immer zu langsam abgerufen werden. Das sehen wir auch aktuell wieder beim Ganztagsausbau, wo es Ihnen immer noch an einem überzeugenden Konzept fehlt. Frau Touré ist nicht da, aber ich möchte einen Punkt doch ansprechen an der Stelle. Beim Thema Kita-Gebühren haben Sie im Koalitionsvertrag versprochen, dass die Kita-Gebühren weiter abgesenkt werden sollen. Das passiert jetzt nicht, mitten in Zeiten Inflation. Ich glaube, es gibt dort hohe Erwartungen und Sie werden spätestens beim nächsten Haushalt liefern müssen, meine Damen und Herren. Und wir wissen natürlich nicht, wie der weitere Kriegsverlauf ist. Wir hoffen alle das Beste, aber so oder so wird es mehr Unterstützung des Landes für die Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen geben, weil es dort schon oft an den Kapazitätsgrenzen ist. Das Thema Integration wird sehr wichtig sein, gerade beim Thema Deutschkurse. Das ist auch aktuell zu lesen. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon irritiert. Wir werden morgen noch darüber debattieren, wie sich die Integrationsministerin beim Thema Silvester geäußert hat, nämlich dass das mit Integration gar nichts zu tun hätte. Da habe ich mich schon ein bisschen drüber gewundert. Darüber werden wir uns morgen noch intensiv austauschen, meine Damen und Herren. Auch beim Thema Pflege und Soziales wird die Landesregierung große Aufgaben haben. Wir werden auch noch darüber sprechen. Im Wirtschaftsministerium, Herr Madsen, sehe ich leider keine großen Impulse. Es gibt viele Chancen für Schleswig-Holstein, auch gerade angesichts der Vorarbeit in den letzten Jahren. Das ist nicht nur Northvolt, das ist das Thema Tourismus, Gesundheitswirtschaft, Wehrtechnikbranche, auch die Energiewirtschaft ist natürlich eine Riesenchance, auch wenn leider das Wirtschaftsministerium dafür nicht mehr zuständig ist, was wir nach wie vor für einen großen Fehler halten. Aber ich glaube, besonders beim Thema Flächen, wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum wird es Diskussionen geben und dort muss aus meiner Sicht es nach wie vor möglich sein, trotz Klimaschutz auch im ländlichen Raum Flächen auszuweisen für Gewerbe. Und beim Thema ÖPNV, dort gab es ja viele Diskussionen über das 49-Euro-Ticket, aber dort werden Sie jetzt Schwerpunkte setzen müssen oder mehr Landesgeld einsetzen müssen, und zwar sehr schnell, ansonsten haben wir dort ein Problem. Meine Damen und Herren. Im Innenministerium wird es vor allem die große Aufgabe sein, mehr Kräfte für die Polizei zu schaffen. Und wie gesagt, ich finde das richtig, dass man das anpackt und weiterhin ausbaut, die zweite Einsatzhundertschaft und auch die sogenannte Cyberhundertschaft. Aber dort sehen wir ja, wie schwierig es ist, Personal zu finden. Dort die IT-Fachkräfte wandern eher ab und übrigens auch sozusagen innerhalb des Landes, nämlich zu Dataport und zu anderen Unternehmen. Also insofern, dort muss das Land andere Wege gehen, sonst wird es mit der Cyberhundertschaft nichts, die wir dringend brauchen. Und meine Damen und Herren, besonders peinlich fand ich ehrlich gesagt, was Sie beim Brand- und Katastrophenschutz gemacht haben. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren beim Katastrophenschutz viel gemacht. Beim Thema Feuerwehr, das steht momentan besonders im Fokus, was Sie dort abgeliefert haben, nicht nur im Haushaltsentwurf, sondern auch bei den Ausschussberatungen. Meine Damen und Herren, das war wirklich peinlich. Und die Feuerwehren regen sich zu Recht auf. Das müssen Sie schnellstmöglich korrigieren. Die 15 Stellen, die gefordert werden, sind notwendig und müssen kommen, meine Damen und Herren. Auch der Wohnungsbau wird eine große Herausforderung sein. Im Justizbereich halte ich es, wie gesagt, für richtig, dass die Justiz personell gestärkt wird, dass es auch neue Senate gibt. Das ist richtig. Die Pandemie ist weitestgehend vorbei. Das Gesundheitsmanagement der letzten Wochen, Monate war größtenteils okay aus unserer Sicht. Aber das Hauptthema Krankenhäuser, Frau von der Degen, das wird Sie sehr begleiten. Und ich sage Ihnen das, was Sie heute auch präsentiert haben, so ein bisschen als kleine Rettung vor den Haushaltsberatungen, damit es nicht ganz so furchtbar wird, das ist nichts, das wird nichts werden, Frau Ministerin. Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen und auch Werner Schwarz hat es nicht so leicht. Während er auf der Grünwoche so ein bisschen der König ohne Land war, ist er zu Hause noch damit beschäftigt, ein Ministerium zu schaffen. Es wird höchste Zeit, dass dieses Ministerium endlich richtig ins Arbeiten kommt. Und während Minister Schwarz noch Personal sucht, fühlt sich der Wolf in Schleswig-Holstein so wohl, dass er schon Tierparks besucht, wie kürzlich in Ekold. Herr Minister, kommen Sie endlich ins Arbeiten, das ist dringend erforderlich. Insofern, meine Damen und Herren, wir haben gewaltige Herausforderungen, wir haben viele Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Sie haben sich hohe Ziele gesteckt, indem Sie gesagt haben, Schleswig-Holstein soll das erste klimaneutrale Industrieland werden. Wenn Sie so weiterarbeiten wie in den ersten Monaten, dann wird Schleswig-Holstein das erste industrieneutrale Klimaland vielleicht, aber nichts anderes werden. Und meine Damen und Herren, was ist zu wenig, was Sie bisher leisten?
Wir freuen uns auch auf die Debatten in den nächsten Wochen, Herr Petersdotter. Wir werden viele Vorschläge machen und uns hart mit Ihnen auseinandersetzen. Darauf freuen wir uns. Hoffentlich wird 2023 besser, vor allem friedlicher als das letzte Jahr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus